Und gleich geht's weiter mit dem Proportionalitätsfaktor. Ich habe mal wieder ein einfaches Beispiel genommen. Eine Kugel Eis großer Bollen kostet 80 Cent, also 0,80 Euro. 3, 2, 40 und so weiter. Wir haben ja schon gelernt, wir können das als Zahlenpaare darstellen. Also die Zuordnung Kugel Eis zu Preis kann man quasi hier die X-Koordinate draus machen und hier die Y-Koordinate. 1, 0,80, 3, 2,40. Was wir auch machen können, wir können es natürlich wieder zeichnen. Ich habe hier wieder alle vier Punkte dran. Nur, was jetzt noch für ein Faktor dazu kommt, das ist der sogenannte Proportionalitätsfaktor und den berechnet man so: y durch x. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, was das ist: die y-Koordinate durch x. Wenn ich hier 0,80 durch 1 rechne, kommt 0,80 raus. Wenn ich hier 2,40 geteilt durch 3 rechne, kommt 0,80 raus. Wenn ich hier 4,00 geteilt durch 5 rechne, kommt 0,80 raus. Wenn ich hier 4,80 geteilt durch 6 rechne, kommt 0,80 raus. Also immer der hintere Wert geteilt durch den vorderen Wert ergibt denselben Proportionalitätsfaktor. Das ist quasi der, was eine Kugel Eis kostet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Stelle 4 Euro geteilt durch 5 gerechnet hätte, hätte ich den Proportionalitätsfaktor 80, 0,80 erkannt. Und dieser Proportionalitätsfaktor, mit dem kann ich dann auch zum Beispiel leichtere Aufgaben hier stellen. 1, 0,80, dann wüsste ich zum Beispiel, der Proportionalitätsfaktor ist 0,80, also kann ich bei 5 auch direkt mal 0,80 rechnen. Also eine dritte Variante, wie wir hier berechnen können. Erste war in der Tabelle, indem wir so eine Pfeile gemacht haben. Zweite war das Ganze grafisch. Und jetzt mit dem Proportionalitätsfaktor, jetzt kann man auch rechnen. Natürlich dann auch eben in eine andere Richtung. 4,80, um zu wissen, wie man dann irgendwie auf 1 Kugel kommt, kann man eben auch geteilt durch 0,80 rechnen. Entschuldigung, nicht um auf 1 zu kommen. Wenn ich 4,80 habe, um drauf zu kommen, wie viel Kugel Eis das sind, muss ich einfach nur durch den Proportionalitätsfaktor teilen. Wenn ich von links nach rechts will, dann muss ich mal den Proportionalitätsfaktor rechnen. Also nochmal, von links nach rechts mal, von rechts nach links geteilt. Dann brauche ich quasi keine anderen Werte, sondern kann quasi direkt weiterrechnen.